Ich habe mich schon mal ein bisschen auf den Weg gemacht, um das letzte Ei aus der Piratenfestung zu entwenden. Denn eigentlich, auch wenn die Sachen gestohlen sind, das gibt mir nicht das Recht, sie ebenfalls zu stehlen. Es sei denn, es wären vielleicht meine Momente. Wo schwimme ich eigentlich hin? Ich muss doch irgendwo in die Richtung, oder? Dahin. An der Oberfläche gibt es auch noch eine Menge zu erledigen, aber das machen wir dann ein anderes Mal. Hat man das gerade gehört? Meine Heizung ist manchmal übelst laut. Hab sie gerade heute erst angestellt. Ich weiß auch warum. Erst heute. Ach Mist, jetzt muss ich ja schon wieder so dumm rein. Aber ich kann da drüben eine Abkürzung nehmen. Zum Glück, da ich jetzt den Enterhaken beziehungsweise Fanghaken habe. Machen wir das ein bisschen schneller. Ich muss zum Glück nicht den ganzen Weg hier unter Wasser nochmal schwimmen. Aua! Wieder nicht gesehen. Weg mit dir. Am besten direkt hochspringen. Souverän. Ich verwechsel immer wieder die beiden Tasten. Dabei müsste das eigentlich die originale Tastenbelegung sein. Auf der Collector's Edition. Da hat man ja auch im GameCube-Controller gespielt. So. Ah, lass mich bloß nicht sehen. Ja, jetzt können wir das auch mal sehen. Wir haben Nacht und die Flackel. Flackel, genau. Fammel. Fammel. Okay, die Fackel ist angeflammt. So rum. Das wollte ich noch zeigen, weil das auch gar nichts bringt. Aber schön aussieht. Wo muss ich jetzt hin? Ich hab's wieder vergessen. Wieso konnte ich mir das nicht merken? Es gibt noch ein Ei. Da habe ich angefangen. Da geht's noch hoch. Ich glaube, das war's. Das habe ich ganz übersehen. Ich bin nämlich nur in die andere Richtung gegangen. Kann ich mich da hoch erstmal schwingen? Ans Target, ans Ziel. Nö, ich sehe nichts. Ich muss erstmal offensichtlich drehen, drehen, drehen. Hier hoch. Aber jetzt komm. Na also. Ein kleiner Vorgeschmack auf spätere Möglichkeiten. Ich wollte eigentlich sagen, dieser Turm, der Felsenturm genauso, wie gesagt, das war's. Das Problem war der Name. Im Felsenturm ist auch so ein Hickhack. Hin und her und den richtigen Weg finden. Da habe ich mich mal wund geärgert früher, weil ich den Weg einfach nicht fand. Und überall Schluchten waren. Ah! Okay. Sind das zwei? Das sind drei. Ich möchte gerne den Inhalt dieser Truhe. Ich glaube, das ist ein Haufen Rubine. Wie sich die sich echt nicht drum kümmern. Wenn ihre Kolleginnen abgeschossen werden, die denken wohl, dann können sie leichter befördert werden. Wenn da kein Konkurrent mehr in der Nähe ist. Schnell hier weg, bevor sie mich einsperren. Nein! Ja gut, das war wahrscheinlich so geplant von den Entwicklern. Deswegen haben sie auch drei Wachen dahingestellt. Aber ich denke, für 100 Rubine hat es sich ja fast gelohnt. Insgesamt brauche ich 5000 auf der Bank für das Herzteil. Das ist eigentlich der einzige Grund, weswegen man Rubine sammelt. Ansonsten hat man ja immer einen ordentlichen Batzen angespart auf der Bank. Sind ja direkt wieder da. Das war daneben. Aber merkt ihr, wie lang der Enterhaken ist? Eine Wohltat. Gerade bei dem kurzen Ding in Ocarina of Time, der Fanghaken. Der Enterhaken war ja dann doppelt so lang. Immerhin. Oh, die ist nah. Schön in den Rücken. Akupunktur gratis. Link ist für alles da. So, lass mich da rein. Okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Soll ich mich erstmal. Ich kann die auch erstmal kaputt schießen, oder? Muss überlegen, ich habe das noch nie gemacht ohne die Felsmaske. Das fällt mir gerade mal so auf. Ich glaube, ich sollte die echt. Ich kann die auch im Enterhaken, ne? In den Arm schießen.
Die sieht mich nicht. Unsichtbar. Und ich bin durch. Ich glaube, wenn ich links rumgegangen wäre, wäre ich nicht weit gekommen. Im Enterhaken. Bis hierher und nicht weiter, ist seine Frau. Leider wärst du an mir nicht vorbeikommen. Ja, farblich gesehen, zumindest besser als die Grüne. Ich bin ja eher mehr ein Freund von Grün. Aber bei ihr sah das nicht gut aus, fand ich zumindest. Vor allem grüner Lippenstift. Ich trinke einen grünen Lippenstift. Ah ja, es war die Attacke eventuell auch mal ein bisschen nützlich. Aber jetzt nee, nicht wirklich. Sie hält echt nicht viel aus. Bei diesem geilen Schwert von mir. Uff, nicht übel, aber glaub nicht, dass es schon vorbei ist. Uff. Ich finde diesen Ausdruck sehr witzig. Uff. Den kenne ich eigentlich nur von Karl May bei den Indianern. Aber immer wenn den jemand sagt, dann denke ich daran und muss grinsen. Das sieht schon sehr futuristisch aus. Nach Maschinen und Hightech. Das passt so irgendwie gar nicht. Und hier, das sieht schon alles sehr final aus, als wenn da jetzt ein Endgegner käme. Aber da kommt keiner. Oder ein böses Muschas. Das ist es wohl. Da geht's noch runter. Aha. Nehmen wir uns ein bisschen Auffüllung entgegen. Und endet das letzte Ei. Man kann das hier auch unnötig schwer machen, indem man jetzt versucht, noch erst diese Muschel da kaputt zu machen. Und wir wissen alle, die sind sehr schwer verletzbar, nur wenn sie das Maul aufhaben. Kann man auch einfach ignorieren. Link hat zu viel Herzen, der stirbt nicht so schnell. Oh, ich glaube, ich muss erst nochmal hier raus, bevor ich mich warpen kann. Und wieder umwechseln. Das war die falsche Taste, beziehungsweise der falsche Gegenstand. Und dann brauchen wir nur noch die letzten drei Eier. Wir nähern uns dem Ziel. Lied der Schwingen. Und der Schädelküste, mir fehlen noch drei Eulenstatuen, glaube ich. Da fällt mir auf, dass wir es ja fast geschafft haben. Bei so einem Spiel, da freut man sich immer, wenn es nicht so schnell vorbeigeht. Aber es kommen ja noch viele Nebenaufgaben auf uns zu. Also das geht noch eine ganze Weile. Nur die Hauptstory, die kann man relativ schnell durchschaffen. Ich weiß gar nicht, wie der Weltrekord da aussieht. Aber ich frage mich immer, ob man da wirklich Spaß hat, wenn man das so schnell spielt. Kann man wahrscheinlich so oder so sehen bei Speedrunnern. Die einen meinen, da kann man keinen Spaß haben, wenn man nur durchwascht und immer dieselben Bewegungsabläufe übt, wenn man die ganze Zeit auf die Tasten hämmern muss. Und die anderen meinen, das wäre dann halt die Krönung der Zuneigung zum Spiel, wenn man das dann so verinnerlicht. Ich will mich da jetzt keiner Partei anschließen. Ich kann nur für mich selbst sprechen, dass ich da jetzt eher das nicht machen wollen würde unbedingt. Aber versuchen vielleicht. Wenn man es noch nicht versucht hat, sollte man davon noch nicht irgendwie Abstand nehmen. Auf jeden Fall sind Speedruns an sich ja doch prinzipiell sehr beliebt. Noch scheint es mir zumindest. Eben deshalb, weil es nicht jeder kann. Allein deswegen ist es ja schon eine Kunst für sich. Diese pinken, rosanen Sterne. Sternenpünktchen. Jetzt kommt der Teil der Nadelfelsen, genau. Der eventuell ein bisschen langatmig wirken kann. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier auf Anhieb hinkriegen. Gefahr, sie betreten und trübes Wasser. Und wir dürfen das trübe Wasser nicht betreten. Wir müssen uns an die Schilde halten. Jetzt muss ich überlegen, welches Schild ich nehmen muss. Das zweite war das. So lange ist es her. Und solange ich mich bei den Schildern aufhalte, ist das Wasser noch nicht zu trüb. Ich
Okay, hier muss ich ins Nichts. Das ist sehr gefährlich, aber das muss so sein. Ein paar Fische helfen mir. Die Leuchtfische. Und dann schaffen wir das hoffentlich auf Anhieb. Dahin, oder? Oh oh. Mein Herz. Jetzt erst nach rechts, oder? Ich bin mir nicht sicher. Scheiße. Ich riskier's. Ach, ich glaube, das war richtig. Ich glaube, sonst wäre ich wieder am Anfang gelandet. Ein Glück. Da bin ich aber erleichtert. So. Gehen wir von oben nach unten. Ich glaube, sonst mache ich das immer von unten nach oben. Bin mir nicht sicher. So lange her schon. Auf jeden Fall gibt es ja diese riesigen, furchteinflößenden Seeschlangen mit gelben Augen. Die gerne mal einen Schatz behüten. Ah, da ist schon das erste Ei. Schön. Und hier gibt es auch noch ein Seepferdchen. Das einem dann auch irgendwann ein Herz einbringt. Du hast ein Zauber-Ei, ja. Ich glaube, ich gehe einfach mal jedes Loch ab. Magische Energie dürfte ich genug haben. Durch meine doppelte Magieleiste. Aha, der hat nur einen Topf. Aber vielleicht ist da ja ein bisschen an Rubinen was drin. Diese Sequenz hätten sie sich auch sparen können nach dem ersten Mal. Ich sehe nichts. Ich will doch meinen Lohn abholen. Sogar zwei Töpfe. Was hat das zu bedeuten? Na. Ah, magische Energie. Und ein Herz. Ja, hat nicht viel gebracht. Wow. Man bekommt ja schon ein bisschen mit Angst zu tun bei solchen großen Ereignissen. Groß auftürmende Wände. Da ist noch eins. Boah, wow, von weitem. Immer näher. Angst. Es guckt mir so schief an. Ah, es kommt raus. Ich glaube, damals in der Kindheit hatte ich noch nicht gewusst, dass man hier diesen Schild so mit R einsetzen kann. Mit L und R. Ne, nur mit R. Und da wusste ich erstmal nicht, wie ich da an den vorbeikommen soll. Du hast ein Zauber in einer Flasche verstaut. Okay. Ich weiß nicht, soll ich das Ding jetzt holen? Das Seepferdchen? Bringt mir das im Moment schon was? Habe ich den schon getötet, oder? Ich glaube, ich bin noch zu weit oben. Wir sind schon alle tot. Ja. Gehen wir eins weiter runter. Sind das drei Ebenen ungefähr? Oben, Mitte, unten. Da ist zumindest eine Truhe. Jetzt aber mal ein paar Rubine für mich. Ja, damit. Ich weiß nicht, was für eine Musik tagsüber wäre. Das wäre die übliche, glaube ich. Die übliche, wenn man ein neues Gebiet bekommt, wo der Endboss noch nicht besiegt wurde vom Tempel. Ein bisschen abgeändert pro Gebiet. Ja, uns fehlt noch ein Ei. Das wird wahrscheinlich ganz unten sein. Stirbt noch. Einen Moment mal kurz.